Ja, moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem ganz kurzen Apex Legends News Update. Ich habe was richtig Interessantes gerade bei Instagram gefunden. Ein Bild, soll wohl ein Konzeptbild sein, aber es sieht sehr, sehr danach aus, als könnte das tatsächlich bald ins Spiel kommen. Und zwar sollen wohl scheinbar laut Konzept sämtliche Legenden bald mehrere verschiedene Fähigkeiten bekommen. Ihr kennt die ganz normalen Standardfähigkeiten, die ich euch jetzt gleich am Octane zeige, die Steam-Injektion. Da gibt es dann jetzt drei verschiedene Arten von Steam-Injektion oder drei verschiedene Arten von Jump-Pads, um euch das mal ein bisschen zu verdeutlichen. Ich zeige euch jetzt mal das Bild. Das ist das Bild, was ich bei Instagram gefunden habe. Ihr seht hier ganz normal dieses Menü von Octane, wenn ihr auf der Legende drauf seid. Skins, Banner und so weiter. Und hier ist ein Reiter dazugekommen, und zwar nennt sich der Perks. Dann habt ihr hier den Octane, ist klar. Und hier habt ihr die Steam-Injektion. Drei verschiedene zur Auswahl insgesamt und vom Jump-Pad drei verschiedene zur Auswahl. Die erste ist ganz normal die Steam-Injektion, so wie ihr sie kennt, brauche ich nicht viel zu sagen. Ihr haut ihr euch rein, verliert 10 Gesundheit und könnt für 5 Sekunden schneller rennen. Dann gibt es eine zweite, da weiß ich aber nicht so richtig, ob ich das richtig übersetze. Es heilt euch, während ihr euch quasi die Steam-Injektion reinknallt, heilt ihr eure Gesundheit und die Cooldown-Zeit beträgt 6 Sekunden. Wie viel man sich da hochheilt, bleibt abzuwarten. Ich kann mir auf jeden Fall nicht vorstellen, dass man sich komplett hochheilt. Ansonsten wäre das eine mega Alternative für Lifeline. Und die dritte Variante nennt sich Adrenalin. Kostet euch 15 Gesundheit, aber die Injektion hält 9 Sekunden. Also ihr könnt quasi, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, 9 Sekunden lang schneller rennen. Auch eine richtig krasse Sache. Dann gibt es drei verschiedene Varianten von dem Jump Pad. Ihr kennt das ganz normale Jump Pad, kann man unendlich oft benutzen. Dann gibt es noch das zweite, das nennt sich Use One Pad oder One Use Pad, so rum. Das könnt ihr wohl insgesamt dreimal überhaupt benutzen. Ich nehme mal an, dass ihr eure Fähigkeit dreimal aufladen könnt. Danach könnt ihr kein weiteres Jump-Pad schmeißen, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Und wenn man dann auf das Jump-Pad springt, kann man es wirklich nur einmal benutzen. Ob das jetzt nur für dich selber oder für das gesamte Team gilt, bleibt abzuwarten. Das ist Interpretationsfrage, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden Fall ist das keine schlechte Alternative. So können es auf jeden Fall die Gegner nicht benutzen. Eine feine Sache. Und die dritte Variante, Directional Pad. Wenn ihr auf das Pad slidet, fliegt ihr weiter, aber nicht sehr hoch. Und wenn ihr auf das Jump Pad springt, fliegt ihr sehr, sehr hoch, aber dafür nicht sehr weit. Ich finde die Geschichte sehr, sehr interessant. Das könnte erklären. Ich habe nämlich, wer das Video nicht kennt, vor kurzem ein Video über alle kommenden Legenden gemacht. Namen und Fähigkeiten. Und da waren einige dabei, die 5 bis 6 Fähigkeiten hatten. Und das könnte vielleicht schon der Hinweis darauf sein, dass man hier zwischen den Perks Fähigkeiten wechseln kann. Ich finde das eine mega geile Idee und das könnte auf jeden Fall absolut Abwechslung in das Spiel bringen. Ich bin mal gespannt, ob das wirklich so kommt. Auf jeden Fall sieht das Konzeptdesign sehr, sehr realistisch aus. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr davon halten würdet. Ich würde es richtig, richtig cool finden. Da würden vielleicht die ein oder anderen Legenden, die nicht so oft genutzt werden, vielleicht doch öfter genommen. Ja, wie gesagt, haut die Kommentarsektion voll, was ihr davon haltet. Lasst einen Daumen dafür das Video oder ein Abo, wenn ihr neu seid, um keine Infovideos über Apex Legends mehr zu verpassen. Das war's von mir. Haut rein. Ciao.